haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr einen großen interkulturellen Abend veranstaltet, in dessen Zentrum das Essen lag. Leibniz isst Kultur war Thema dieses Abends. Ganz viele Eltern haben ganz tolle Gerichte beigesteuert aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben unheimlich gut gegessen und wir hatten auch ein ganz tolles Programm. Verschiedenste Arbeitsgruppen haben etwas dargestellt auf der Bühne, etwas Musisches, etwas Künstlerisches, etwas Schauspielerisches. Und das Thema war immer, woher komme ich eigentlich, wie identifiziere ich mich und was möchte ich den anderen mitteilen über meine Wurzeln. Und am Ende des Abends wurde dann klar, wir haben ganz viele bunte Wurzeln, das Leibniz ist bunt und das ist etwas, was wir sehr wertschätzen.